Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Straße der Infos. Ich freue mich wirklich sehr, wie sehr ihr meine Videos genießt. Bitte abonniert fleißig den Kanal und aktiviert die Glocke, um jederzeit zu erfahren, wann das nächste Video kommt. Einmal auf der Straße der Infos, immer auf der Straße der Infos. Das heutige Thema ist ein ziemlich vernachlässigtes Thema in der Astronomie. Schwarze Sterne und die damit verbundenen weißen Zwerge. Schwarze Sterne sind faszinierende theoretische Sterne, mit Betonung auf theoretisch. Schwarze Sterne sind im Grunde erkaltete weiße Zwerge. Weiße Zwerge sind die übrig gebliebenen glühenden Eisenkerne von gestorbenen Sternen, die nicht massiv genug sind, um ein schwarzes Loch zu bilden. Also etwa 1,44 Sonnenmassen. Mit anderen Worten, der Widerstand der Masse gewinnt über die Gravitation. Weiße Zwerge bestehen je nach Masse des Sterns, aus dem der weiße Zwerg hervorgegangen ist, aus Kohlenstoff oder Eisen, wobei das Eisen nicht weiter fusioniert werden kann unter normalen Umständen, da man keine Energie aus Eisenfusion erhalten kann. Weiße Zwerge erhalten die Wärme, die sie von ihren Jahrmilliarden der Kernfusion erhalten haben. Diese geben sie jedoch sehr langsam ab, da es kaum etwas gibt, an das die Wärme abgegeben werden kann. Dauert dieser Prozess sehr lang, bis aus einem weißen Zwerg ein schwarzer Zwerg geworden ist, welcher so kalt ist, dass er fast ein absolut Null, minus 273,15 Grad Celsius herankommt. Wir reden hier von einer Zeitspanne, die man im Grunde als unendlich betrachten kann, selbst aus Sicht des Universums. Nach der geläufigen Theorie des Hitzetodes des Universums sind schwarze Zwerge die einzigen Sterne, die im Universum übrig bleiben werden, welche keine Wärme und Licht mehr ausstrahlen, allerdings noch massiv genug sind, um alles zu zerquetschen, was auch nur in ihre Nähe kommt. Um zurück auf die weißen Zwerge zu kommen, ein Schicksal, das auch unserer Sonne droht, wenn Sterne ihren Wasserstoffvorrat erschöpfen, fangen sie an, das dabei entstandene Helium zu fusionieren. Danach fusioniert der Stern Helium zu Kohlenstoff, wobei den meisten leichten Sternen, die die größte Masse an Sternen im Universum bilden, die Fusion aufhört, da sie nicht massiv genug sind, um die Elemente weiter fusionieren zu können. Die Heliumfusion sorgt dabei dafür, dass sich Druck und Hitze erhöhen, was dafür sorgt, dass sich der Stern zu einem roten Riesen aufbläht, was unserer Sonne passieren wird. Unsere Sonne wird dabei auf eine Größe anwachsen, dass sie die Venus und den Merkur problemlos schlucken kann. Ob die Sonne dabei auch die Erde verschlucken wird oder kurz davor Halt machen wird, ist derzeit umstritten. Manche Sterne sind massiv genug, um nach der Heliumfusion den Kohlenstoff noch weiter zu fusionieren, bis zum Eisen, wie bereits erwähnt. Asche der Kernfusion. Alle massiveren Elemente können von diesem Punkt aus nur noch durch viel massivere Events wie Super- und insbesondere Kilonovae erschaffen werden. Wobei letzteres keine stärkere Supernovae, wie der Name vielleicht vermuten lässt, ist, sondern die Kollision von zwei Neutronensternen, welche die uns massivsten bekannten Elemente wie Uran erzeugt. Nachdem im Stern die Kernfusion erloschen ist und der Widerstand der Atome über die Gravitation gewinnen konnte, werden die übrig gebliebenen Hüllen des Sterns, die sich nicht an den Kern klammern können, durch massive Sternwinde von etwa 1000
Kilometer die Sekunde in den Weltraum geschleudert und es entstehen planetare Nebel, in denen neue Sterne und Planeten geboren werden. Im Großen und Ganzen haben wir das Thema damit abgeschlossen, haben sogar noch ein bisschen weiter ausgeholt. Das nächste Video wird über schwarze Löcher sein. Außer einer von euch hat in den Kommentaren einen besseren Vorschlag. Ich mache dieses Video sehr gern und freue mich, dass meine Videos auch euch so sehr gefallen. Wenn ihr mich und meine Leidenschaft unterstützen wollt, liked das Video, kommentiert, abonniert und aktiviert die Glocke. Das hilft mir sehr und ist kostenlos. Wollt ihr noch mehr tun? Wer mich direkt unterstützen möchte, hat diese Möglichkeit bei Patreon. Dort ist dieses Video eine Woche vor YouTube-Bereits zu sehen gewesen. Weitere coole Vorteile sind, dass du direkt mitbestimmen kannst, welche Inhalte auf meinem Kanal gesendet werden. Exklusive Inhalte und für die höchsten Mitglieder Shoutouts sowie die Möglichkeit, direkt persönliche Videovorschläge an mich weiterreichen zu können. Die höchsten Mitglieder erhalten dazu zu jedem neuen Merch-Drop ein kostenloses Merch-Teil ihrer Wahl. Weitere Vorteile werden in Zukunft hinzugefügt, desto mehr der Kanal wächst. Das war's von mir, eurem Leomald. Ich hoffe, euch im nächsten Video zu sehen. Bleibt neugierig. Tschüss und bis dann.